Willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Dort oben im Schrein, ich nenne es mal so, ich weiß nicht, Schrein, Ruine, keine Ahnung, ne? Sieht aus wie so ein Turm aus Last Guardian. Ich sage ja, man sieht schon sehr viele Parallelen. Na gut, und es gibt sogar ein Easter Egg, von dem ich schon weiß. Das werden wir uns später auch nochmal ansehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Willkommen zurück. Wir wollen uns um den dritten Koloss kümmern, den schlafenden Riesen. Und ihr seht schon, das Schwert weist uns den Weg. Wir sind sogar hier auf dieser Seite richtig, wo wir auch den Bullen, das Mammut, den Stier, wie auch immer, besiegt haben. Und machen uns daher direkt auf den Weg, wenn ich die Tasten denn dann mal hinbekommen würde. So, auf geht's. Oh Mann. Wieder raus hier, aus der Küstenebene, hoch, zurück, auf das Hochland. Und dann bin ich mal gespannt, was für ein schlafender Riese uns da erwartet. Hört sich ja schon mal riesig an. Und die anderen waren ja auch nicht gerade klein. Dementsprechend hohe Erwartungen auf jeden Fall. Ich finde es aber Wahnsinn, mit wie viel Liebe hier wirklich alles neu aufgelegt wurde. Es ist ja wirklich nichts, ich sag mal in Anführungszeichen, recycelt, oder? Entschuldigung. Scharfe Rechtskurve. So. Die ganze Ebene ist auch noch bereitbar, wirklich? Wir müssen da zwischen der Felsspalte durch, okay. Aber zunächst einmal, ne, tut mir leid, aber wir müssen uns das hier einmal ansehen. Ist noch eine Steinbrücke. Okay, aber die Kamera zeigt schon, hier werden wir höchstwahrscheinlich auch noch einen Kampf erleben, oder? Wir können wirklich den ganzen Weg, den wir über die Brücke geritten sind, auch unten lang reiten, ja? Wahnsinn. Na okay, ist das der von uns zurückgelegte Weg, ja? Okay, wir ziehen mal zurück. Denke mal, dass der Weg später auf jeden Fall noch von uns beritten wird. Und wenn nicht, ne, dann würde ich aber auch mal einfach sagen, machen wir vom letzten der 16 eine kleine Tour durch die Spielwelt und sehen uns das alles an, was wir durch die Kolosse ohnehin nicht schon gesehen haben. Ach, sieht man hier die beiden Leucht... Ah, okay. Oh... Ach, seht mal. Zwei sind tot, zwei Lichtstrahlen erheben sich, ja? Eieiei. Okay. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass es drei Lichtstrahlen werden, oder? Tut mir echt leid, aber ich finde die Spielwelt so schön. Da müssen wir nicht lang. Da können wir nämlich auch lang. Okay, wir folgen erstmal dem Schein des Schwerts und das führt uns, glaube ich, genau hier, genau, in diese Felsspalte hinein. Oh, das ist schon ein Canyon, oder? Ich glaube schon. Okay, rüberschwimmen, hochlaufen, ja. Eine Trauerweide. Oh, wie traurig. Na gut. Das ist jetzt wieder so ein Moment, als wäre hier nichts versteckt irgendwo. Das kann mir doch keiner erzählen. Okay, wir können schwimmen, können wir tauchen. Mal direkt der erste Versuch hier. Yo, wir können tauchen.
Wir können tauchen. Minimal nur, aber wir können unter Wasser gucken. Aber ich denke mal, das wird dann wirklich für einen späteren Koloss nochmal wichtig. Es tut mir leid, wenn ich dauernd Titan sage, ne? Verzeiht mir das bitte, aber ich habe so ein bisschen The Legend of Zelda Breath of the Wild Feeling die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Ach, Argo. Der sah auch gut aus, ne? Der ist vor allen Dingen richtig schön animiert. Und wo kommt diese Platte bitte her? Die sieht nicht vertrauenserweckend aus. Sieht ein bisschen aus wie auf The Last Guardian geklaut, ne? Aber ist natürlich nicht so, weil das Spiel hier ja älter ist als The Last Guardian. Und ich sag's nochmal, man sieht hier richtig schön, wie die beiden Welten dann auf jeden Fall aus der gleichen, Wiege entsprungen sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, wir könnten hier sogar noch weitergehen, aber scheinbar ist das nicht unser Ziel. Mach's trotzdem mal. Agro? Agro! Agro! Komm, auf. Ja, ich weiß, wir verlassen den Pfad zum Koloss, aber... Kommen wir hier hin? Ganz woanders hin. Es wird sicherlich auch sehr viele Pfade geben, die man so ohne, sag mal, gezieltes Absuchen... Oh, guck mal, eine Echse. Moment. Wir haben sie erwischt. Stopp. Ich habe irgendwas gemacht. Ah, Moment, war hier denn nicht was? Kolosse. Kolosse. Okay, doch nicht. War das hier? Statistik mit den Eidechsen? Nee, da war es vielleicht eine Trophäe oder sowas. Ich meine, da war irgendwas. Ich habe irgendwas gelesen mit Eidechsen. Mit Glitzer-Eidechsen oder sowas. Also wenn das jetzt Sammelgegenstände sind, dann aber... Meine Güte. Da ist noch eine. Hä? Was machen wir denn mit denen? Essen wir die oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen irgendwas aus denen raus, was ziemlich grausam ist. Wohl angemerkt. Und jetzt ist natürlich sehr interessant, dass wir auch die ganze Zeit... Der kam gar nicht auf den Popo hoch vom Pferd. Jetzt ist sehr interessant, dass wir natürlich die ganze Zeit auch die ganzen Filter anmachen könnten, ne? Nachtfiltern, Klassikfiltern, Waldfiltern, Lebhaftfilter. Oh Gott. Wo führt der Weg denn hin? Runter zur Hochebene, die wir auch anders erreicht hätten, ja? Ah, ist das alles verwinkelt. Ach Mann. Das ist die große Frage, ne? Ob man sich jetzt wirklich nur auf die Kolosse konzentriert oder hier und da auch mal so einen kleinen Weg hier lang reitet, weil ich will schon gerne wissen, was hier am Ende wartet. Wahrscheinlich ein Durchgang, ne? Aber... Okay, wir kommen so im Nachhinein nur zu anderen Wegen, die uns dann wieder... ins Hochgebiet führen. Okay, na gut, wir reiten mal zurück. Wir wollen den Koloss ja auch nicht lange warten lassen, ne? Ist ja auch gemein, der wartet ja auf sein Schicksal, erlöst zu werden. Wir drehen es einfach mal rum, okay? Die leiden ganz furchtbar, wir müssen die besiegen, um ihnen die Erlösung zu bringen. Dann hört es sich auch gar nicht mehr so tragisch an, dass wir das machen. Oh, wie gesagt, mit diesem Titan töten, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist und sowas. Ach, Titan töten. Eidechsen töten und essen, ich weiß es nicht, ne? Also...
Fand ich jetzt im ersten Moment sehr interessant, dass wir die treffen können, die kurz betäubt sind. Und dann wieder weglaufen. Ich dachte jetzt zuallererst, die erste wäre so ein richtiger Sammelgegenstand, aber da sind ja ganz viele von. Da ist noch eine. Okay. Na, ja, und am Horizont der Tempel. Der schlafende Riese. Da mache ich mich mal auf einen hohen Gegner gefasst, den wir wahrscheinlich relativ schwer erklimmen können. Und ich habe so die Vermutung, dass das dann wahrscheinlich der Cover-Titan ist, oder? Ach, Titan sage ich schon wieder. Mensch! Der Cover-Koloss, der quasi auf dem Spielcover gezeigt wird. Das ist ja so ein relativ groß gewachsener Kollege. Man macht bis jetzt den Eindruck, als könnten wir bei jedem Titanen, ein kleinster Mensch, bei jedem Koloss auch einen so einen Sammelgegenstand finden. So ein Blinky-Blinky-Blink da. Der kämpft sich aber durchs Wasser. Okay. Das sieht nicht vertrauenserweckend aus. Jetzt sag nicht, der liegt da oben drauf. Also einen Riesen müssten wir eigentlich sehen. Tatsache. Oder? Ich glaube, der liegt da. Jetzt muss man die Steuerung drauf haben, ne? Springen, nach hinten, springen. Hoch. Okay. Ja, macht mich ein bisschen nervös. Ich werde hier aber ganz bewusst einmal komplett rumlaufen, weil ich die Vermutung habe. Er schläft da in Ruhe. Weil ich die Vermutung habe, dass wir hier vielleicht unseren Funkelgegenstand haben. Na, ich glaube, wenn er steht, ist er wirklich sehr groß. Und ein Schwert hat er, ein Steinschwert. Eieiei, okay. Die Animationen sind aber auch süß, ne? Wie der immer fast hinfällt. Allein nach der Rolle hier. Zack. So wie ich eben, ne? Wenn ich so im Sprint eine Rolle machen würde, ich würde wahrscheinlich flach auf den Bauch fallen. Und ich bin nicht gerade der Unsportlichste, aber trotzdem wäre das, glaube ich, nicht so meins. Nicht so aus, als hätten wir irgendwas. Aber den Versuch war es wert, oder? Nein! Toll. Okay. Hat super funktioniert. Nee, einigen wir uns darauf, da war kein Gegenstand. Ich glaube, das wäre schwachsinnig, da weiter zu suchen. Ich habe auch gerade wieder die Idee im Kopf, nachdem wir den besiegt haben, was wir hoffentlich schaffen werden, würde ich auch wieder gerne die Stelle hier nochmal aufsuchen. Wir können uns ja gerne daran gewöhnen, nach jedem Koloss seinen Todesort nochmal aufzusuchen. Jetzt nicht, um seine Leiche zu bewundern oder zu begutachten, sondern einfach nur, weil ich diese Darstellung mit diesem in die Natur übergehen unglaublich gelungen finde. Dass der Koloss, den wir besiegen, nicht einfach da als Leiche liegt oder als lebloses Steinwesen, wie auch immer, oder als oder einfach verschwindet, sondern dass er wirklich von der Natur zurückgeholt wird. Ne? Sei es durch Sand, sei es durch Wald, sei es durch Erde. Wirkt einfach sehr harmonisch, wenn die dann so ihr Ende finden, sozusagen. Na gut. Aber das ist ja das verbotene Land. Stellt sich natürlich die Frage, wer hat denn hier all das gebaut? Ne? Und was sind die Götzen überhaupt? Angebetete alte Gottheiten oder vielleicht böse Götter? Und dieser, ja, spirituellen Kraft, der wir jetzt hier im Nachhinein dienen, indem wir diese 16 Kolosse besiegen, ist die wirklich gut? Ich meine, wir tun das ja für unsere Freundin hinten, aber ist das nicht vielleicht ein großer Fehler? Ich weiß es nicht.
Der schlafende Riese. Der sieht sogar relativ süß aus, oder? Mit diesem Stoffkopf. Entschuldigung. Hey, Großer. Ich hab, glaube ich, eine Idee, wie wir da hochkommen, oder? Weiter reicht mein Plan aber jetzt an der Stelle leider nicht. Okay, ich habe eine Idee. Perfekt. Krass. Nicht fallen lassen, Junge. Oh! Oh Gott. Du sollst hoch. Ah, es klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der will aber auch die ganze Zeit etwas, was ich nicht will. Du sollst hoch. Nee. Nee, das war nix. Okay, das ist ein bisschen schwierig, weil wir da natürlich bei seiner Gangbewegung immer ein bisschen aufpassen müssen, dass er uns nicht runterschüttelt. Hey, echt, du willst mich zertreten? Was ist mit dir los? Wow. Ein Schlag gen Boden. Das ist... Ein Schlag gen Boden. Verdammt riesig. Nein! Oh Gott. Okay, da war er schneller als ich dachte. Komm schon. Auf seinem Bauch. Auf seinem Kopf natürlich, okay. Das war ein sehr cooler Angriff. Das so längs in den Boden zu stecken, nicht schlecht. Wäre gesagt, hochkant. Okay, das Szenario ist nicht schlecht, ne? Viel zu langsam. Komm, 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 halt dich fest. Du schaffst das. Boah. Oh Gott. Ich darf nicht so viel Ausdauer verbrauchen, ne?
Warum hat er sich ja nicht festgehalten? Okay, das war nicht so toll. Ja, Mann, die blöde Rüstung, hör auf damit. So einfach ist das nicht, ich muss erstmal hochkommen. Ah, der Angriff bringt uns nicht wirklich viel, glaube ich. Ich glaube, ich bin einfach zu ängstlich, ne? Der ist ja gar nicht so schnell. Ich glaube, ich kann ein bisschen entspannter sein, wenn er wirklich zuschlägt. Na komm. Können wir nicht dran, ne? Nee. Okay. Ein Schlag gen Boden könnte sie zum Brechen bringen. Hier oder was? Muss der hier draufhauen? Soll ich das so verstehen? Aufstehen. Oh, ach so, wir waren platt. Okay, wir müssen ihn mal kurz weglocken. Er muss, glaube ich, hier draufschlagen, weil das ist eine Metallplatte, oder? Das wird ihm ordentlich wehtun. Nein, was? Ach komm, ich war schon ein bisschen zur Seite. Ich verstehe das jetzt aber nicht. Müssen wir denn jetzt mit dieser Platte da arbeiten oder nicht? Das wäre jetzt meine große Frage. Wie süß, gibt's für jeden Koloss einen eigenen Todesscreen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schlag auf dieses runde Ding durch ihn etwas bringt. Aber ein Schlag gen Boden könnte sie zur... Hört sich so an, als sollten wir diese Platte da benutzen. Die ist ja auch nicht umsonst da, oder? Weil dann wird... Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Okay. Wir versuchen es jetzt nochmal so, aber ich denke mal, dass dann wahrscheinlich das da oben an seinem Arm da hier das... Guck mal, das sieht total kaputt aus. Das geht dann wahrscheinlich kaputt. Und dann können wir da hochklettern, statt hier jetzt diesen Umweg zu gehen, sag ich mal. Tatsächlich, okay. Was tut er? Eieieiei. Problem ist, dass er mit dem Schwert meistens ja hinter meine Position schlägt und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, sich da richtig zu positionieren. Okay, wir müssen ihn mal ein bisschen weglocken. Na komm, Großer. Komm schon. Da hinten auch was? Nee, ne? Vorne am Bauch und oben. Ich glaube, mehr Stellen hat er gar nicht. Außer vielleicht am Arm. Hat aber auch eine Reichweite, ne? Okay.
Na, tatsächlich. Kopf und Bauch. Mehr hat er, glaube ich, nicht. Das sieht gut aus. Das meine ich, das ist doof. Der verzieht dann ja übelst. Okay, da haben wir viel Glück, da haben wir Glück. Da haben wir ganz viel Glück. Wir kommen hier nicht hoch, ne? Nee, ich glaube, wir müssen das machen. Wir kommen da auch an seinem Bauch nicht richtig hoch. Der muss hier draufhauen. Na komm. Jo. Steckt natürlich zweimal drauf, ne? Komm, aufstehen. Du schaffst das, komm schon. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Und wieder Fallschaden, auch das übel. Eieiei. Okay, komm. Ah, der ist schon zum ersten Mal ein bisschen ungemütlicher, ne? Weil wir wirklich auch in seinen Schadensbereich rein müssen. Die anderen waren ja nett mit ihrem mal aufstellen und in den Fuß schießen. Das ist schon was anderes hier. Halt dich doch. Och Mann, das ist aber echt doof. Warum hält er sich nicht fest? Okay. Ich weiß nicht genau, ob wir einfach stillstehen sollten, wenn er das Schwert dann anhebt. Aber ich glaube, dann fliegen wir auch runter, ne? Ist ein bisschen schwierig. Komm schon. War jetzt natürlich gar nicht toll. Du musst mit der Regeneration aufpassen, ne? Und wenn ich jetzt zu mutig werde, sag ich mal, dann haben wir ganz schnell gleich keine Lebensenergie mehr. Und ihr seht das, uns geht's nicht gut. Uns geht's gar nicht gut. So, jetzt aber. Nein, was machst du denn? Oh, okay. Das sollte eigentlich ein Sprung auf die andere Feldseite, Fellseite werden. Hat nicht so gut funktioniert. Okay, wir müssen eine kleine Pause einlegen. So wird das nix. Wir brauchen Lebensenergie. Und zwar ein bisschen pronto, pronto, bitte.
Nein. Nicht wahr sein. Die Zeit ist echt knapp, ne? Man kommt nur ganz schwierig da hoch. Wir müssen auf jeden Fall zum Bauch auch hin und dann zum Kopf. Etwas Schwieriges wirklich einmal da hochzukommen, ne? Wir müssen dann da hochklettern. Dann darf ich nur die Geduld nicht verlieren. Ich habe dann Angst, dass wir es zeitlich nicht schaffen, bevor die Ausdauer leer ist und dann runterfallen. Ich muss in Ruhe hochklettern. Und ganz entspannt nach hinten springen. Super. So, also ganz in Ruhe erstmal klettern. Ich sehe es gerade, wie es geht. Wir müssen hier drauf, ne? Okay. Hier, Zwischenstopp. Gott. Nein. Ach komm, ich bin in... Okay, das war jetzt aber doof. Ich bin in seinen Fußabdruck reingefallen. Okay, das überspringe ich jetzt mal an dieser Stelle. Ach, wie ärgerlich. Okay, tut mir leid, das läuft jetzt gerade nicht so toll, aber... Gott sei Dank ist der schwerer als die ersten. Okay, dann machen wir das mal direkt, ne? Wir wissen jetzt, wie es geht. Ach, wie doof. Bin ich in seinen Fußabdruck reingefallen. Okay. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man von Anfang an ein bisschen, ich weiß nicht, mit Plan rangeht, ne? Ich denke mal, wenn man direkt vorweg so viel Lebensenergie verliert, dann sieht es generell direkt sehr schwierig und schlecht aus. Weil die sich wirklich sehr langsam regeneriert. Ist zwar auch gut so, ne? Weil wir sind ein kleiner, zerbrechlicher Mann, aber erfordert dann natürlich ein bisschen mehr Geschick und Feingefühl, wenn es darum geht, tatsächlich dann den Titan zu erklimmen. Weil wenn man drauf ist und dann schon so gut wie tot ist und dann runterfällt, dann hat man nicht mehr so viele Chancen, ne? So, komm her. Der sieht richtig süß aus. Ein bisschen wie so ein Shih Tzu auf dem Kopf, oder? Also der Kopf sieht aus wie so ein Shih Tzu. Total süß. Okay. Also mein Fehler, ich bin nicht richtig gesprungen. Komm schon, okay. Super, runter. Okay, das müsste jetzt klappen, oder? Hoch. Boah, es tut mir leid, Mann. In den Bauch.
Eieiei. Ich will mal kurz ein bisschen Ausdauer sammeln. Super. Okay, das war's mit der Stelle. Oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Ah, ich starre gerade, wir müssen hoch. Weiß nicht wie, aber ich hänge irgendwie halbwegs richtig. Weil die Ausdauer sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Wir gehen mal hoch. Hoch, hoch, hoch. Oh Mann. Hallo Großer. Okay. Nicht schütteln. Boah, es tut mir leid, Mann. Ausdauer. Oh Gott. Ausdauer. Wo hänge ich? Hänge irgendwo. Oh Gott, in seinem Gesicht. Hallo, ich bin's. Bitte werf mich nicht ab. Aber er greift wenigstens nicht. Also so weit, so gut. Uiuiui. Es ist nur ungeheuer wichtig, immer schön die Ausdauer im Blick zu behalten, weil das ist wirklich das, was einem hier wieder zu Boden bringen kann. Eieiei. Man muss wirklich versuchen, möglichst zentral reinzustechen, glaube ich. Das bringt am meisten Schaden. Ausdauer. Nein. Oh. Das Klettern ist auch sehr wie mit Trico, ne? Also wie bei The Last Guardian. Dass ich da so festhalten kann im letzten... Oh Gott, das ist weg. Gibt noch eine weitere Stechstelle? Oh Gott, wo ist die denn? Nicht, wo die ist. Versuch mal hier runterzukommen auf seinen Arm. Das war gut. Okay. Wage es sich nicht runterzufallen, ja?
Wo ist die Stelle? Da. Ich weiß, wo sie ungefähr ist. Irgendwo auf der anderen Seite. Okay. Nicht runterfallen. Oh Gott. Wo ist die? Am Arm. Nein! Ah! Okay. Alles halb so wild. Jetzt habe ich aber ganz schön schwitzige Hände hier, Mensch. Am anderen Arm, da oben. Wie komme ich daran am besten hin? Von der Mitte aus, ne? Ja, und auch von oben aus. Ah, ich tippe eher von oben, ne? Muss einfach so ein bisschen mutig dann am Ende springen, glaube ich. Dann geht das relativ gut. Hallo? Nicht runterfallen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie zum anderen Arm, ey. Das wird ja immer lustiger hier. Wenn er so steht, dann könnten wir es sogar schaffen, darüber zu springen, glaube ich. Jo. Das ist natürlich eine sehr wackelige Angelegenheit hier dran, ne? Nein, komm! Nee, ich glaube, es wird nichts. Wo hänge ich? Nein! Oh, ah. Okay, egal. Es fehlt nicht mehr viel, dann haben wir's. Denk mal einmal noch rüber, aber mit der Ausdauer geht das nicht. Okay, er schlägt. Super. Aber wer macht doch mal Bock, der Boss, oder? Also der Koloss. Ja, alles Bosse eigentlich. Okay, das war auch gut. Hauptsache nicht runterfallen, ne? So. Jetzt klettern die mal direkt durch. Okay, und übelst mutig, aber es hat funktioniert. Jo. Es tut mir leid, mein schlafender Riese, aber das war's. Thank you.
Eieiei. Meine erste Interpretation, wenn ich mir die Statue des Götzen so angucke, oder das Koloss, wie gesagt, würde ich auf einen Vierbeiner schätzen, der mit vier Beinen unterwegs ist. Okay. Wir haben den Ritter besiegt. Den schlafenden Riesen. Den Titel Schlafender Riesen irgendwie cooler. Den schlafenden Riesen haben wir besiegt und... Ach, Wahnsinn. Ihr habt gehört, als nächstes geht's auf. Wohin? Wir gucken mal interessehalber. In die Richtung. Okay, wir reiten, wie angekündigt, nochmal zurück. Ne? Schauen uns noch einmal kurz an. Wie denn der... Ach, da leuchtet's jetzt auch. Leuchtet's denn jetzt da hinten? Ich meine, da waren wir doch noch gar nicht, oder? Da hinten Richtung Wüste oder wie auch immer man uns nennen möchte. Oder sind das vielleicht die Schreine, die leuchten? Das ist der hier unten. Okay, nee, alles richtig. Okay, das war der Bulle, der Stier, das Mammut, wie auch immer. Okay, cool. Dann auf zum schlafenden Riesen. Einmal ansehen, wie er jetzt, ich sag mal, seinen Frieden gefunden hat. Das ist schon grausam, ne? Ja, okay, er greift uns hier an, wenn wir da hinkommen, aber er macht ja theoretisch nichts, außer da rumzustehen. Das ist schon heftig. Okay, da oben war er. 1, 2, 3. Aber 16 Stück, was sollen da noch alles kommen? Eieiei, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. So mit 5, 6 gerechnet, so, als ich immer darüber nachgedacht habe, das selber auch mal zu spielen mit euch gemeinsam, wie gesagt. Das war ja wirklich eines der Spiele für PlayStation 2, die ich mir wirklich anschaffen wollte. Natürlich verdammt teuer. Ich hätte auch trotzdem gerne die PlayStation 2-Version, nur die kostet wirklich sehr, sehr viel. Die PlayStation 3-Version ist dann, glaube ich, sogar tatsächlich billiger, weil das eben nicht so ein Sammlerstück ist, sage ich mal. Es gibt für die PlayStation 2 auch so eine richtig schöne Version mit so... Ich weiß gar nicht, mit so Hardware-Cards oder sowas, da bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Egal, auf jeden Fall gibt es für die PlayStation... Okay, wir können unbegrenzt schwimmen, ich dachte schon. Die PlayStation 2-Version ist nochmal ein bisschen schöner als die PlayStation 3-Version, finde ich. Und, ja, ist eben nur dementsprechend auch teuer. Die würde ich aber gerne trotzdem besitzen. Ich habe ja auch diese Last Guardian Collector's Edition mit der Figur, die echt schön ist. Und daher wäre es eigentlich schick, auch da dann die, sag mal, besondere PlayStation-Version zu besitzen. Aber preislich ist das dann doch schon eine Marke im Vergleich zur PlayStation 4-Version. Denn ich glaube tatsächlich, die bezahlt, da bezahlt man locker so 60, 70 Euro für inzwischen, für die PlayStation 2-Version, die schöne. Und die PlayStation 4-Version seid ihr mit 40 dabei, also ist schon... ein ordentlicher Batzen Geld, wenn man dann das Remake, sag ich mal, für weniger bekommen kann. Aber sieht dafür natürlich, wenn man es in der Hand hält, auch nach mehr aus. Hätte der mal nicht auf diese runde Platte geschlagen, ne? Dann wären wir da nie hochgekommen. Seine Waffe. Und derselbe. Auch sein Kopf, der ist hier, ne? Ja. Oh. Wie heißt der Film nochmal? Es gibt so einen Zeichentrickfilm mit so einem Roboter, der aus dem All kommt. Der Gigant aus dem All. Der ist auch so ähnlich aus vom Kopf her. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Sehr alt, aber sehr gut. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen,
Vielen Dank fürs Zuschauen bei Shadow of the Colossus. War eine schwere Geburt, aber ne, das zeigt aber auch, dass die Herausforderung auf jeden Fall gegeben ist. Das Spiel ist nicht einfach, sondern fordert auf jeden Fall hier und da doch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ne? In diesem Sinne geht es dann beim nächsten Mal weiter auf den großen grünen Feldern mit dem nächsten Koloss. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao.